Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omsi 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind unterwegs in der Map von Projekt Bremen Nord montags bis freitags. Und manchmal stehen hier auch Haltestellen nur am Wochenende. Da kann man ja dann eigentlich nie stehen, oder? Na egal. Ja, wir sind hier am Bahnhof Fegesack angekommen. Mir fällt gerade auf, man hört ja keine Geräusche, wenn man die Pause reingedrückt hat. War das Kirchengelock? Okay, die Kirchenglocken stören sich da nicht dran. Ich höre die trotzdem. Okay, ich drücke die Pause wieder raus. Und ich war ja gerade hier dabei zu gucken. Ich habe ja noch gar keine Endabrechnung gekriegt. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich denn als nächstes irgendwie vielleicht abfahren muss. Ich. Bahnhof Fegesack. Das hast du gut erkannt. Hier ist der Pfadende. Pfadende. Richtig. Die sind aber schon vorher ausgestiegen, weil da stand, hier steigen alle in der Woche aus der Linie 79. Was ist denn das für ein Durcheinander? Und wenn ich jetzt hinten bei 79 anhalte, dann sagt er mir, Edge, du bist jetzt aber eine andere Linie. Ja. Was passiert denn jetzt? Geht das irgendwie weiter? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal anhalte. Nee, ich kriege keine Endabrechnung. Warum nicht? Ach, ist das kompliziert. Muss ich die Türen aufmachen? Der wollte doch gerade was sagen. Was sagt denn der Plan? Ja, 12:15 Uhr muss ich wieder los. Wohin? Geht das nicht automatisch weiter hier? Türen noch mal wieder zu. Die auch. Heide. Ne, das kann nicht sein. Er sagte dasselbe wieder von Anfang an. Das ist falsch, da muss ich mir was Neues nehmen. Ach, Menno, ja, da muss ich. Ja, ich bin ja gar nicht im. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich bin doch gar nicht im Fahrplan. Oder der ist nicht zu Ende, oder ich weiß es nicht. Vielleicht kommt ja jetzt was. Nee. Habe ich denn geschildert? Immer noch die 79. Na, da muss ich zu Fuß was Neues nehmen. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Ja, muss ich ja. Geht ja nicht anders. Da war ich zum Schluss. Ich nehme jetzt mal, was ist das hier eigentlich? Eine 3598E. Endstelle. Ne, wir müssen was haben, was hier anfängt. Anfang Bahnhof Fegesack. Ende Neukirchener Weg. Neuenkirchener Weg. Kenne ich eigentlich nicht. Linie Nummer 76E. E für Einsatzwagen. Richtig, richtig, richtig. 7:20 Uhr. Boah. 6:50 Uhr, 7:20 Uhr, 13:35 Uhr und dann fährt er nochmal eine Leerfahrt. Das wollen wir nicht. Nein, keine Haltestelle. Wohin denn? Ja, wir müssten das hier nehmen. Morgens um 7:20 Uhr. Wie komme ich denn jetzt nach 7:20 Uhr in der Woche? Dann muss ich das abbrechen. Dann muss ich die Zeit umstellen. Dann machen wir jetzt mal 6:13 Uhr. Das ist gut. Und schwupps, ist es duster. So. Und dann nehmen wir den nochmal. Ich hatte hier unten was rausgeguckt. Das da. Warte, welches denn jetzt? Die 98, ne? 6:50 Uhr anfangen? Nee. Bahnhof Fegesack. Um 7:20 Uhr nach Neuenkirchener Weg, die 76E. 76E. Neuenkirchener Weg. 3598. Das muss ich mir merken. Gustav Heinemann Bürgerhaus. Nun wart doch erstmal ab. Wir sind doch noch 70 Minuten zu früh. Was war das jetzt für eine Nummer? Steht die da irgendwo? Ich hab die schon wieder vergessen. Da, 3598. Genau. Ja. Genau, was mir hier das Display richtig. Gerhard 6:14 Uhr. Rundstraße
Straße. Ja, das hört sich doch schon besser an. Die ist ja hier in der Nähe. Genau, jetzt steht da aber Rönnebeck um 7.48 Uhr. Was? Stimmt, das heißt ja wieder anders. Das ist ja alles durcheinander hier. Alles durcheinander habt ihr gemacht, ihr Kartenersteller. Alles durcheinander. So, 70 Minuten haben wir noch. Der Plan sagt, ich soll losfahren um 7.25 Uhr. Und jetzt stellen wir das auf 7.21 Uhr. So, der sagt 3,3 Minuten. Und haben wir denn hier Leute? Habe ich denn, hat er auch richtig, was hat er eigentlich geschildert? 76E. 76E. Schulbus ist das auf einmal. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wo wir die ABC-Schützen einsammeln können, nicht wahr? Er dürfte doch eigentlich jetzt niemanden Fahrschein kaufen. Beim Schulbus? Ist das eigentlich nicht so? Nee. Gut, machen wir uns auf den Weg. Erstmal machen wir die Türen auf. Moin. Gerhard, schönen guten Tag. Moin. Ihr geht in die Schule? Du fährst gefälligst zur Schule, hier wird nicht geschwänzt. Ich hab hier nix. Hallo? Bekomme ich noch eine Fahrkarte? Du kriegst gleich was auf den Latz, wenn du noch nicht lang noch nicht still bist hier. Wieso geht denn das nicht? Tür ist doch auch. Ah, jetzt. Nee. Storno, Kunst, Linie, Zielwechsel, Unfall, Schichtende, Verspätung, Visitenkarte. Entschuldigen Sie. Eingabeton. Wieso kann ich denn hier keine Karten verkaufen? Entschuldigen Sie. Unfall, Linie, Zielwechsel, Kurswechsel, Hallo? Storno, Zwischeneinnahmen. Entschuldigen Sie. Ich verstehe das nicht. Entschuldigen Sie. Du wiederholst dich übrigens, hast du schon gemerkt? Sie? Das nervt mich total. Entschuldigen Sie. Ja, wo mache ich denn jetzt hier? Ich will aber nicht die Linie Sie? Ändern. Entschuldigen Sie. Wenn ich das jetzt zurückkehre. Jetzt geht's auf einmal. Entschuldigen Sie. So, da hast du dein Ding. Bist du jetzt still? Du liebe Zeit. Und, ja, immer noch in der Verfrühung. Gott sei Dank. Ist ja noch reichlich früh. Ne? Habe ich eigentlich Licht an? Ich glaube schon, ne? Hoppala. Nein. Geht das so? Ja. Hoppala. Mit L kann man Licht anmachen. So, alle Linien rechts. War das nicht so, dass wir gleich dann schon links fahren müssen? Ja, sicher. Da ist doch auch die Gerhard-Rohlfs-Straße. So. Schulbus. Ihr seid also alles Schulkinder. Oder ihr missbraucht einfach den Schulbus. Ja, schon wieder. Wie oft willst du die eigentlich jetzt noch ankündigen? Naja, besser zu oft als zu selten. Was für ein Stress! Ah, geht weiter. So. Schulbus so mit Haltestellenankündigungen und... Interessant, ne? Ist eigentlich gar nicht so. Bin ja früher auch mit dem Schulbus zur Schule gefahren. Und der hat tatsächlich auf dem Weg zur Schule irgendwie noch 10 Haltestellen angehalten. Schon wieder! Da ist doch nix! Ich glaube langsam, da ist irgendwie ein Bug in der Map. Dass da irgendwas ist, was dem Programm meldet, Bordstein gestriffen oder so. Und dann meckern die. Dabei ist da gar nichts. Das müsste man mal genau untersuchen. Da mal mit 200%iger Sicherheit vorsichtig langfahren. Wenn die trotzdem meckern, dann kann man auf die Map-Ersteller schimpfen. So, da ist die Haltestelle. Können Sie nicht vernünftig. Was haben? Denn? Grrr. Gib euch gleich einen Grund zu meckern. Fahr ich gegen Baum. Aber shit, ich sitze ganz vorne. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Oh, du nervst, weißt du das? So. 3, 5. So.
Haltet mal den Rand da hinten. Das setzen ja mein Leben aufs Spiel. Ja, das war, weil da jetzt plötzlich ein Bus gespawnt ist. Da kann ich ja nur wirklich nichts zu. Gustav Heinemann Bürgerhaus. Gustav Heinemann Bürgerhaus. Ist das jetzt wieder genau die gleiche Strecke? Dann wird's aber langweilig. ...79 geradeaus, Ampel ist grün, wunderbar. Geht los. Es ist sau eng hier. Wenn da Gegenverkehr stünde, hätte ich echt ein Problem. Gut, dass nicht viel los ist auf den Straßen. Da steht einer warnblinkend auf der Straße. Hab ich den angetitscht vorhin? Hier ist aber eine Kirche. Ach, ich bin ja auch nicht 79. Ich muss ja die 76 fahren. Grande Katastrophe. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich kann doch hier nirgendwo drehen. Du hältst mal schön den Rand. Hier wird keine Schule geschwänzt. Ich versuche jetzt irgendwie zu wenden. Ich hätte anders abbiegen müssen. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo. Jetzt versuche ich mal die Kiste hier rumzukriegen und zurückzufahren. Ah. Ja, ja. Was, Unfall? Wo denn? Hab ich einen Unfall gehabt? So, hier jetzt. Umdrehen. Das sollte klappen. Ihr sollt jetzt abhauen hier. Ja, ja. Uah. Geht das noch? Es geht doch. Ist doch alles gar kein Problem. Jetzt aber flottig. Wenn ihr Schiss habt da hinten, ne? Dann haltet euch jetzt mal gut fest. Jetzt gebe ich euch Grund zum Schiss. Ich habe es nämlich eilig. Ja. Wie schnell fahren wir? 60. Das ist doch gar kein Problem. Oh, da ist eine Ampel rot. War das hier, wo ich abbiegen musste? Ich glaube. Ich gucke jetzt mal von außen, wo die Hinweisschilder sind. Die müssten hier sein. Da. 76 und 76E ist dasselbe. Da muss ich jetzt quasi rechts fahren. Okay. Und dann sollte es wieder stimmen, ne? Zeit? 0,5 Minuten Verspätung. Das ist sogar noch im Rahmen. Los, Ampel. Danke. War ja nix, war ja nix, war ja gar nix. Alles ist gut. Boah, ist das eng so rum. Jetzt müsste dieses komische Bürgerhaus kommen und dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen, um die verlorene Zeit wieder reinzuholen. Und das möglichst ohne irgendwo anzutitschen. Alle Linien geradeaus, Ampel ist grün, passt mir gut. So, und da ist dieses Bürgerhaus. Wir haben es richtig gemacht. Ich sorge dafür, dass ihr alle noch schön pünktlich in die Schule kommt. Denn das wollt ihr doch, nicht wahr? Gott, was ist denn hier los? Moin. Hallo. Moin. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Oh nein, macht mir doch nicht alles kaputt. 5,70, 6,10, tschüss. Guten Morgen. Morgen. Einmal erwachsen, bitte. Meinst du, das hilft? Morgen. Guten Tag. Morgen. Also, hallo. Tag unterwegs. Ach, da. Hau ab. Heißt das dann? Ach, das war nur einer. Gut. Einen gut, normalen Fahrschein, bitte. Na, wenn wenigstens der Fahrschein normal ist, dann haben wir doch schon was gewonnen, ne? 3, 5. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Ach, Mann, da waren Sie aber Spender. Ja, dann nehme ich das wieder weg. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Entschuldigen Sie mein Rückgeld. So. Moin. Sag nicht immer junger Mann zu mir. Tageskarte. 5,70. 6,10. Tschüss. Einmal erwachsen, bitte. Einmal erwachsen. Ja, das wünsche ich dir auch. Hört jetzt auf. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Komm mir nicht nachher nochmal und willst eine Fahrkarte kaufen. Du hast eine. Ich merke mir dein Gesicht.
Du bist einer von den Meister Popper verschnitten. In der Hochsommerversion. So, meine Güte, hat das jetzt gedauert. Ja, 1,7 Minuten Verspätung. So, das ist aber ganz schön eng hier. So. Hui. Aumunder Heide. Ja, ein bisschen flott fahren ist in Ordnung, aber jetzt nicht rasen. Alle Linien geradeaus und die Ampel ist natürlich rot. Ihr habt hier nichts auszusteigen. Ich halte erst, mache erst die Ausstiegstüren wieder auf, wenn wir in der Schule sind. So, ich drücke hier aber die Pause rein, weil die Zeit abgelaufen ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, obwohl ich das nicht so gut hingekriegt habe. Und morgen geht's dann weiter mit den Schulkindern hier. Bis dann, bye bye, tschüssi.